Wie gesagt, es gab einige, die sind hunderte Kilometer gefahren, um Koran vorzutragen. Der will Koran vortragen. Und dann kommt er doch nicht dran. Und unser einer heutzutage, ich gehe da nie wieder hin. Als ob er der Lehrer ist. Hallo, hier bin ich, du musst jetzt mich dran nehmen. Mag sein, dass, da ist irgendwas dazwischen gekommen, jetzt bist du nicht dran. Das muss man leben, damit man diese Erziehung genießt. Das ist keine Theorie. Dann gehst du mal, kann ich dich fragen? Nein, okay, barakallahu fik, salam alaikum. Ich hatte doch erwähnt, die Leute kamen aus Andalusien zu Imam Malik, rahimahullah ta'ala, mit Fragen. Und Imam Malik sagt, tut mir leid, hab keine Ahnung. Da hat man ihm gesagt, was sollen wir denn den Leuten in Andalusien sagen? Da hat er gesagt, sagt ihnen, Imam Malik hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Punkt. Andalusien, wisst ihr, wo Andalusien ist? Nach Medina, mach das mal. Und dann gehst du zurück und haben wir endlich die Antworten? Wir haben sie nicht. Schaut euch mal an, wie die Situation früher war und wie dieses Wissen dann von Allah Jalla Jalaluhu verbreitet wurde. Ohne Internet und so weiter. Warum? Weil das Leute waren, die erzogen waren.